Na, einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde des kritischen Denkens. Und in diesem Sinne auch sanfte Grüße in die kommende Woche, in der ich mich unter anderem auch ein bisschen mehr mit der Linkspartei beschäftigen werde. Denn dort geht ja auch immer wieder so einiges ab. Wie zum Beispiel hier. Dort hat gestern nämlich die Linksjugend von Chemnitz Folgendes gepostet. Man kann von Frankreich zwei Dinge lernen. Erstens, wie man mit Reichen umgeht und zweitens, wie ein ordentlicher Protest aussieht, in Anspielung auf die aktuellen Ereignisse in Frankreich und die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die dort gerade auf den Straßen herrschen. Dann haben sie noch eine Bildunterschrift hier hinzugefügt und zwar Justice pour Naël, also Gerechtigkeit für Naël und zwei Menschen in Schwarz stehen vor brennenden und umgeworfenen Autos auf einer Straße. Dann setzen wir uns doch jetzt mal ein bisschen intensiver mit diesen beiden Statements von der Linksjugend Chemnitz, die ja zur Linkspartei gehört, auseinander und ziehen das Ganze auch so ein bisschen in einen etwas größeren demokratischen Kontext rund um auch einen Herrn Kramer, der ja nicht nur unter anderem auch zum Vorstand bzw. Stiftungsrat der Amadeo-Antonio-Stiftung angehört. Interessant, interessant, was man hier so alles sieht. Zu dieser Stiftung hatten wir ja bereits in der Vergangenheit berichtet. Und dieser Stefan J. Kramer ist ja auch seit Ende 2015 Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes. Warum ich diesen Mann jetzt erwähne, dazu gleich noch etwas mehr, sorry dafür. Aber erstmal die spannende Frage, ja, wie geht man denn laut den Linken am besten mit den Reichen um, ist die Frage. Hier habe ich noch ein spannendes Video gefunden, schon einige Jährchen alt, aber da können wir so einen kleinen Eindruck bekommen, wie man am besten mit Reichen umzugehen hat, bei den Linken jedenfalls. Hören wir es uns ganz kurz mal an. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Unfassbar, dann die Reaktion von Parteichef Bernd Rieksinger, der nur flapsig darauf eingeht. Herr Kusam, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Die Union fordert nun Rieksingers Rücktritt. Ja, da lacht er noch, der ehemalige Parteivorsitzende der Linkspartei Bernd Rieksinger. Ohne jetzt so eine Aussage, die dort getätigt wurde, in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren und klarzustellen, dass diese Art von Aussagen nicht tolerierbar sind, in keiner, irgendeiner Art von demokratischen Partei. Man rühmt sich ja sowieso immer sehr stark, auch demokratisch und so zu sein. Wobei das bei den Linken nicht so oft zu hören ist, wie jetzt zum Beispiel bei der SPD, FDP und den anderen Ampelparteien und so. Aber ich meine, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das ist eine Sache, die ja meines Wissens nach, ich meine, korrigiert mich gerne, wenn ich hier falsch liege, sowohl ethisch als auch rein rechtlich massive Konsequenzen irgendwie haben sollte. Aber irgendwie scheint mir das, weil es ja gegen die Reichen ging als solche, scheinbar nicht so schlimm. Also es gibt alle möglichen Minderheiten in Deutschland, die man nicht zu sehr kritisieren sollte, geschweige denn beleidigen, was ich auch übrigens völlig richtig finde. Also kritisieren ist immer wichtig, aber beleidigen nein. Aber das hier, was dort behauptet wurde und was dort auch einfach völlig kritiklos, nicht mal von dem Parteivorsitzenden in irgendeiner Art und Weise angemahnt wurde, sondern wo er noch flapsig auch noch so eine Form von Zwangsarbeit gleich noch hinten dran stellt. Das geht nun mal nicht. Zeigt aber so ein bisschen, in welche Richtung hier die Linksjugend von Chemnitz anscheinend gehen möchte. Aber genauer haben sie das ja nicht präzisiert, können sie ja gerne sonst nochmal nachholen. Interessant wäre das doch an dieser Stelle auch mal zum Beispiel für den Verfassungsschutzchef Stefan Kramer, der ja auch neulich von den 20% der möglichen AfD-Wähler als braunen Bodensatz gesprochen hat, dass er sich jetzt mal intensiv ein bisschen mit dieser Linkspartei auseinandersetzt und was die alles so Verfassungsfeindliches von sich gibt und so weiter. Ja, da würde mich mal so ein bisschen mehr öffentliche Empörung auch interessieren und warum hier eigentlich nichts geschieht. Ja, ich meine, es ist ja schon sowieso ein bisschen amüsant, dass
tatsächlich die Regierung in Thüringen, ja, die ja ursprünglich mal Neuwahlen versprochen hatte nach dieser ganzen Regierungskrise und dem Herrn Kemmerich, der ja nach irgendwie, ich glaube, 20 Tagen im Amt als Ministerpräsidenten wieder zurückgetreten ist und ein Ramelow, ja, ich nenne ihn immer den Candy Crush Ramelow, dann irgendwie nach dem dritten oder vierten Mal irgendwann dann tatsächlich diese Minderheitenregierung gebildet hat, die eigentlich dann auch eine Neuwahl versprochen hatte, die aber immer noch nicht durchgeführt wurde. Und genau eben jene Regierung in Thüringen, ja, soll jetzt, die also auf extrem dubiose Art und Weise jetzt dort regiert, die soll jetzt die Demokratietauglichkeit des Sonneberger Stadtrats überprüfen, ja. Und ein Herr Kramer, der eigentlich dafür zuständig wäre, mal dafür zu sorgen, dass es dort jetzt mal eine Neuwahl gibt, ja, oder mal in ganz andere Richtungen seine Verfassungsschutzfühler ausstrecken sollte, der hat hier irgendwie nichts Größeres zu sagen. Wahrscheinlich wird auch dieser Tweet der Linksjugend Chemnitz ohne größere Konsequenzen und so weiter von sich gehen. Wobei, ich habe das selber mal so ein bisschen nachgelesen, ja. Also hier steht zum Beispiel im Strafgesetzbuch unter Abschnitt 140, ja, StGB, steht jetzt hier zum Beispiel Belohnung und Billigung von Straftaten. Wer eine, der in Absatz 1, Nummer 2 bis 4, 5, bla bla bla, letzte Alternative oder genannten rechtswidrigen Taten oder eine rechtswidrige Tat nach bla 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 oder nach bla 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 belohnt, nachdem sie begangen oder in strafbarer Weise versucht worden ist oder in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts billigt, ja, also wer einfach so öffentlich Straftaten und so weiter entweder in der Art und Weise stört, so öffentlich, dass man halt irgendwie damit andere Dinge provozieren kann, oder halt das billigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, schauen wir mal, ob dieser Paragraph, ich bin ja selber kein Anwalt oder so, ob der da hier zur Anwendung kommen könnte oder ob das mal wieder ohne Konsequenzen bleibt. Aber viel interessanter ist ja noch Folgendes. Hier haben wir natürlich noch Bernd Rixinger, mittlerweile ja nicht mehr der Vorsitzende der Linkspartei. Aber das Interessante ist ja auch, wie ordentlicher Protest aussieht und ob man da tatsächlich in irgendeiner Art und Weise den Reichen, die man ja offenbar hier irgendwie schaden will, ob man tatsächlich irgendwie was gegen die Reichen und so weiter tut. Also als erstes muss man mal Folgendes festhalten, ja, dass in diesen Protesten, wie sie es nennen, zum Teil halt solche Büchereien, Ladengeschäfte und so weiter, sogar mittlerweile Schulen in Brand gesetzt werden und völlig zerstört werden, wie man hier zum Beispiel im La Parisienne nachlesen kann. Ja, also man kann auch mal so in französische Presse aktuell reinschauen und so, was dort alles teilweise abgeht. So. Und da ist die Frage so, ist das jetzt wirklich ein sinnvoller Protest gegen was überhaupt? Und kann man eigentlich Gewalt mit einer völlig illegitimen Art und Weise und andere Gewalt irgendwie aufwiegen oder so? Das wäre ja so, wie als wenn man irgendwie anfangen würde, Proteste zu formulieren gegen die Gewalt, gegen viele, viele Millionen Christen auf der Welt, die tatsächlich jeden Tag stattfinden. Über 360 Millionen Christen werden insgesamt sozusagen halt nicht nur beleidigt und gemobbt, sondern auch in manchen Ländern auf dieser Welt richtig verfolgt und ermordet, ja. Als wenn man jetzt dagegen vorgehen will und anfangen würde, irgendwelche Proteste hier zu machen, um Autos anzuzünden und so. So, welche Logik soll da in irgendeiner Art und Weise hinterstehen? Und es sind ja eben nicht genau jene Reiche, die davon irgendwie größtenteils einen Schaden oder so tragen, sondern es sind dann eben die Ladenbesitzer, es sind die ganz normalen Kinder und Jugendlichen von mittelständischen Familien, also Leuten aus dem Mittelstand und auch ärmeren Bevölkerungsteilen, die dann hier halt im Zweifel ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken können und die den tatsächlichen Schaden hier sozusagen mit nach Hause nehmen. Also da stellt sich die Frage, so auf rein sachlogischer Ebene sollte mal die Linksjugend in Chemnitz überdenken, ob dieser Tweet hier tatsächlich wirklich gut durchdacht war. Ja, aber das sind nur einige Dinge, die man in
in diesem Parteisystem dort kritisieren kann. Und ich werde euch diese Woche noch weitere Dinge hier teilen. Ihr könnt mir die gerne auch, falls ihr selber interessante Artikel und so findet, an kolja@aktiemitkopf.de schicken und immer wieder auch Themenvorschläge machen für diese Videos.